Donat Rudani, heute ist 2-2 gegen Stade Lausanne Uschi. Du hast 60 Minuten gespielt. Wie bewertest du die Leistung heute von der Mannschaft, aber auch von dir selber? Also ich denke, wir haben heute gut gespielt. Wir haben viele Sachen gut gemacht, aber auch ein paar Sachen ein bisschen schlechter. Ich denke, dass wir müssen alles nochmal dem Spiel analysieren, was haben wir schlechter gemacht und dass wir müssen diese Sache ein bisschen besser, also diese Sache verbessern ein bisschen. Und ja, persönlich, ich fahre gut, vielleicht nicht meine beste Match, aber ich habe viel geläuft und jetzt momentan, das ist wichtig, dass wir laufen nochmal viel. Das für die Kondition ist das sehr, sehr wichtig und ich denke, von den taktischen Sachen, wir können noch besser, ich selber auch noch viel besser machen. Es ist jetzt der Schluss des Trainingslagers. Er hat 8 Tage hier in der Stadt hart gearbeitet. Wie schwierig ist es, nach so viel harter Arbeit, nach viel laufintensiven Trainings, dann noch ein Match zu spielen zum Abschluss? Ja, du hast korrekt gesagt, nach acht Tagen auf harte Arbeit, es ist nicht immer einfach, mit einem Spiel am Schluss zu enden. Aber wir haben alles gegeben, auch heute. Und seit 8 Tagen, ich bin wirklich zufrieden mit mir und mit der Mannschaft, mit der Arbeit, die wir haben reingesteckt. Seit 8 Tagen, wir haben voll 100% gearbeitet. Und heute waren wir vielleicht ein bisschen auch, wir haben viel auf den Beinen gehabt, aber wir haben auch heute nochmal alles gegeben bis am Schluss. Ich denke, dass wir brauchen das. Und jetzt für dich, du hast gewechselt auf die Saison hier zu IB. Wie bist du schon bei IB angekommen? Wie bist du schon in der Mannschaft angekommen? Ja, super. Die Jungen sind alle super, wirklich. Ich war auch so positiv überrascht, wie die sind mit Fuß am Boden. Ich habe mit jedem geredet, aber vorher habe ich so niemanden gekannt von IB, so persönlich. Aber ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit wie ich bin so rein in die Mannschaft gekommen. Und jetzt ist ja auch ein Sprung von Challenge League in die Super League. Was hast du da schon für Unterschiede feststellen jetzt im Trainingsalltag? Ja, es ist sicher, dass der Tempo ist anders. Es geht viel, viel schneller. Zum Beispiel, wenn in Challenge League, du hast vielleicht 2-3 Sekunden zum Denken, was soll ich machen. Hier, du hast vielleicht nur eine halbe Sekunde. Und eben, ich muss mir das adaptieren. Bis jetzt habe ich denke, nicht schlecht gemacht. Ich kann noch viel besser machen, aber ich werde immer verbessern. Sehr gut. Wir wünschen viel Erfolg, gute Arbeit und gute Vorbereitung noch weiterhin auf den Saisonstart. Danke vielmals. Danke. Raphael Wicki, das zweite Testspiel hier in Gstaad. Am Schluss war es 2-2. Ist das ein klassischer Fall, wo man sagt, ja, das Resultat ist sekundär in so einem Testspiel? Ja, das Resultat ist nie sekundär. Man will immer gewinnen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das beibehält, dass man auf den Platz geht, um zu gewinnen. Aber es ist, sagen wir mal, ein typisches Spiel zum Abschluss von einem intensiven Trainingslager. Es ist sehr hart zur Sache gegangen. Wir haben vielleicht am Anfang ein bisschen Mühe gehabt und sind vielleicht ein bisschen überrascht, dass sie so aggressiv sind gekommen. Aber nachher ist es ein typisches Spiel gewesen, am Ende des Trainingslagers. Die Mannschaft hat am Schluss gut reagiert, noch ist zurückgekommen, aber es ist klar, man will die Match gewinnen. Und das ist auch der Anspruch von IB, dass wir die Match gewinnen. Von daher sind wir mit dem Resultat natürlich nicht zufrieden, aber insgesamt mit dem Trainingslager sehr zufrieden, intensiv geschafft. Und der Match, da hat es gute Sachen drin gehabt. Aber so ein Match gibt es immer wieder viele Punkte, die du nachher daran arbeiten. Wie viel hast du jetzt da schon gesehen von dir, von deinen Ideen, die du der Mannschaft mitgegeben hast in diesem Trainingslager? Ich sehe positive Sachen, Sachen, wo ich sehr zufrieden bin über das Gesamttrainingslager. Und dann gibt es natürlich Sachen, die noch nicht ganz gut sind, aber das ist ja normal. Wir arbeiten knapp 3 Wochen zusammen, mit einigen Spielern noch nicht einmal 2 Wochen. Von daher ist klar, jetzt lassen wir den Match analysieren, dann schauen wir, was gut geklappt hat und was wir müssen verbessern müssen. Und jetzt geht es aber auch darum, dass wir heimgehen und nach, aber wie ich gesagt habe, intensiven Tagen mal wieder ein bisschen runterfahren, reinfahren. Und auch im Kopf können entspannen. Wenn wir jetzt zurückschauen auf die 8 Tage hier in Gstaad, wo hast du da die Schwerpunkte gelegt? Im Trainingslager sicher auch sehr physisch. Wir haben viel trainiert, wir haben hart trainiert. Das hat man auch gemerkt heute, dass sie physisch müde sind. Dass sie aber auch geistig müde sind, wenn du so viel trainierst, wenn du müde bist. Nachher haben wir sicher an gewissen Sachen im Defensivverhalten. Also, du trainierst nicht nur eine Phase. Wir haben verschiedene Spielphasen natürlich trainiert und auch die probiert umzusetzen. Wir haben in diesen 2 Spielen gegen Xamax und gegen Stade Lausanne eigentlich sehr häufig sehr hoch pressen. Und das ist natürlich, wenn du müde bist, sehr schwierig durchzuhalten. Aber wie gesagt, für das sind Trainingslager da. Für etwas, was Trainingslager auch da sein, ist für als Team zusammenzuwachsen. Wie nimmst du das wahr? Wie spürst du die Mannschaft jetzt schon? Du kennst jetzt 3 Wochen, aber hier ist man sich vielleicht noch ein bisschen näher gekommen. Ja, wir sind natürlich sehr viel
zusammen hier, verbringen viel Zeit miteinander und ich spüre die Mannschaft gut. Also die Mannschaft lebt, die Mannschaft, wenn wir im Essenssaal sind, dann wird diskutiert, dann ist nicht still, das ist alles zusammen gut. Also die Mannschaft hat einen sehr guten Charakter und ich bin überzeugt, dass die Mannschaft eine Einheit wird sein. Aber das ist etwas, was wir an dem schaffen wir jeden Tag. Müssen wir weiterhin schaffen, dass es einfach eine Einheit muss sein, auf dem Platz, neben dem Platz und das ist ein Prozess. Und jetzt für dich als Trainer, hast du zum Beispiel die Zeit hier auch genutzt, für Einzugsgespräche zu führen oder hat es zum Beispiel Teambuilding-Sachen gegeben? Wie machst du das? Ich habe auch Zeit genutzt, für Einzelgespräche zu führen, Teambuilding-Sachen. Also wir sind nicht gar River-Rafting machen oder so, aber ja, wir haben ein gewisses Spiel gemacht, wir haben mal eine Trainingsform digital, was ein bisschen um Teambuilding geht. Also Teambuilding, das ist ja, wie ich gesagt, das ist ja ein Prozess, an dem muss ja eine Gruppe jeden Tag arbeiten. Und das ist auf dem Platz, neben dem Platz und das macht man ja nicht, wenn man einmal miteinander gegen Kletter oder irgendetwas, dass man nachher ein Team ist. Ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man das Leben, wo man immer die Werte vorleben, die Werte, die man im Club und in der Mannschaft hat, und eine gewisse Regeln. Und über das haben wir viel diskutiert und so kann nachher eine Mannschaft entstehen. Und das ist auf einem guten Weg. Und jetzt geht es nicht mehr so lange und dann ist der Saisonstart da. Seid ihr da von dir auch auf dem richtigen Weg für den Saisonstart? Ja, es geht noch 2 Wochen. Jetzt haben wir aber, wie gesagt, das Trainingslager intensiv vorbei. Jetzt geht es darum, heimzugehen, abstellen. Die meisten Spieler haben Samstag, Sonntag frei, Montag geht es weiter. Und dann geht es weiter im Dienstag mit gegen Dynamo Kiew. Sicher wieder ein sehr interessanter Match, aber ja, wir sind auf dem guten Weg. Sehr gut. Wir wünschen zuerst mal gute Erholung und weiterhin eine gute Vorbereitung auf die Saison. Merci vielmals.